Als Julia mit ihrem Freund zusammenkommt, ist sie total happy. Das klingt jetzt kitschig, aber das ist so wie, fast schon wie Seelenverwandtschaft. Alles scheint perfekt. Doch dann kommt raus, dass Julias Freund super viele Schulden hat. Um ihm zu helfen, nimmt Julia einen Kredit auf. Ja, knapp 22.000 Euro wäre dann der Gesamtbetrag, wenn man die Zinsen da noch drauf rechnet. Also das ist schon viel Geld. Und dann war er weg. War das von Anfang an sein Plan? Ist Julia auf die Masche eines Liebesschwindlers reingefallen? Die arbeiten mit Druck, emotionaler Manipulation, dass du gar nicht erst die Zeit hast, mal mit ein bisschen Abstand zu überlegen, macht das alles Sinn? Ich bin diese Sophie, hi. Hi, ich bin Julia, hi. Freue mich, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Du hast dich ja bei uns gemeldet, Julia, weil wir heute über was reden wollen, was ja eigentlich erstmal sehr schön ist. Wir wollen mit dir über die Liebe reden heute. Genau. Ich habe im Januar 2016 auf einer Online-Plattform habe ich jemanden kennengelernt. Also es war relativ schnell so, dass wir wirklich 24/7 miteinander geschrieben haben. Ah, okay, krass. Von den Gesprächen und von den Werten und vom Humor, das war alles stimmig. Mhm. Dann erzähl mir doch gerne mal von eurem ersten Treffen. Manchmal lernt man ja jemanden kennen und das braucht so seine Zeit, bis man sich so ein bisschen eingegroovt hat. Das war überhaupt nicht. Mhm. Also wir haben direkt losgequatscht und da war nicht so diese Ängstlichkeit, die man manchmal hat, wenn man von einem Date nach Hause kommt und sich denkt, war das jetzt gut, war das jetzt, sehen wir uns nochmal, empfindet er das vielleicht anders als ich? Mhm. Das hatte ich gar nicht. Hattest du Schmetterlinge im Bauch? Ja. Ja, schon. Also ich habe das, wenn ich so im Nachhinein also dran denke, dann würde ich sagen, ich habe den gesehen und es hat geknallt. Direkt. Okay. Hattest du das schon mal bei jemand anderem vorher, dieses Gefühl? So in dem Ausmaß nicht. Mhm. Also so, dass, wie so, wenn eine Bombe einschlägt und es, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Du strahlst schon ein bisschen auch auf den Bildern. Also du warst schon glücklich. Ja. Er hat geschrieben, als ich dich in den Arm genommen habe, ich wollte dich gar nicht mehr loslassen. Und ich habe das Gefühl, wir zwei, das ist schon, das klingt jetzt kitschig, aber das ist so wie, fast schon wie Seelenverwandtschaft. Für mich klingt das jetzt eigentlich erstmal nach einer relativ normalen Kennenlerngeschichte, nach einer normalen Beziehungsgeschichte. Du hast uns ja aber in der Nachricht auch geschrieben, dass das nicht so geblieben ist, dass es da eine Wendung gegeben hat bei euch. Das war, ich würde sagen, nach 2,5 Monaten hatte ich so das Gefühl, irgendwas, da ist was im Busch. Er hatte sich so ein bisschen zurückgezogen auf einmal. Und dann hab ich ihn gefragt, was ist denn los? Es wäre alles gut. Er ist auch glücklich mit mir. Er hat im Moment ein paar Probleme. Da hat er dann gesagt, ja, er hat Schulden. Okay. Wie ging es dir damit? Furchtbar. Also, als er mir das erzählt hat und wie er es erzählt hat, das klang einfach verzweifelt. Also, wir hatten ein relativ langes Telefonat und also, er wirkte so hoffnungslos in dem Moment. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du mal einen Betrag sagen? Worum geht's denn hier? Ja, er weiß es nicht so genau. Ja, so um die, vielleicht 20.000 Euro. Okay, das ist wirklich viel Geld. Ja, genau. Also das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Du hast gesagt, du hast mit ihm auch geschrieben darüber, über dieses Thema. Magst du mir das mal zeigen? War das nach eurem Telefonat? An demselben Tag. Mhm. Er muss schauen, wie und wo er Geld beschaffen kann. Aber auf die Frage hin, bis wann er denn das Geld braucht, ja, gestern, heute Morgen, jeden Tag. Hat das irgendwas in eurer Beziehung verändert, dass er dir das erzählt hat? Natürlich gab es auch einen Tag, wo alles super war und wir hatten die schönste Zeit. Mhm. Es wurde aber sehr wenig. Der einzige Ausweg war ja dann, dass wir glücklich sind, nur noch er kriegt das Geld. Okay. Ah ja, jetzt hat er hier eine ganz lange Nachricht geschrieben. Das wäre einfach die Lösung, ein Kredit, alles per Einmalzahlung, den ich monatlich mit 500 bis 700 Euro bedienen müsste. So schön könnte es sein. Also so wie er über diesen Kredit da oben schreibt, scheint das ja für ihn so der heilige Gral zu sein. Ja, genau. Das war für ihn so die einzige Lösung. Alles andere war nichts. Wie ging es dann weiter? Ich würde mal sagen, so nach 7 Monaten. Wir wollten dann zusammenziehen, haben wir dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt
dieses Geldproblem an. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Also ich hatte mich dann erstmal erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt überhaupt. Kann ich einen Kredit überhaupt zum Beispiel aufnehmen? Also du hast es mit ihm auch besprochen? Genau, ja, das wäre ja die Lösung aller unserer Probleme. Okay, also du hast dann tatsächlich einen Kredit aufgenommen? Genau. Er hat es ja immer so dargestellt. Es wird alles perfekt, wenn dieses Problem gelöst ist. Und das hatte ich dann auch im Kopf. Okay, wenn wir dieses Problem jetzt lösen und dann finden wir noch eine schöne Wohnung und dann wohnen wir zusammen und dann wird alles wieder gut. Was genau war denn dann eure Vereinbarung, die ihr getroffen habt? Ich werde dann erstmal die Raten zahlen. Ich hatte dann angesprochen, dass ich dafür natürlich eine Sicherheit brauche. Ja. Das heißt, er braucht einen Bürgen dafür. Kurz drauf dann auch gesagt, ja, okay, also mein Vater, wir würden dann was aufsetzen, wenn das Geld dann da ist, so dass er dann quasi die Raten übernimmt, sobald er nicht mehr zahlungsfähig ist. Mhm. Habt ihr den aufgesetzt, den Vertrag? Nee, dazu kam es nicht. Der Vater hat abgesagt, der Vater, der kann jetzt gerade nicht. Also es kam einfach nie zu diesem Treffen. Bist du da nicht stutzig geworden? Doch, ja. Was hast du dann gemacht? Ich habe es immer wieder angesprochen. Das heißt aber, du hast den Kredit aufgenommen, bevor du diesen Bürgungsvertrag hattest? Genau. Okay. Wie hoch war denn die Kreditsumme, die du aufgenommen hattest? Hier steht es. Also der Nettobetrag sind 19.000 Euro. Mhm. Das ist also quasi der Auszahlungsbetrag und ja, knapp 22.000 Euro wäre dann der Gesamtbetrag, wenn man die Zinsen dann noch draufrechnet. Das ist schon viel. Ja. Also das ist schon viel Geld. Natürlich überlegt man auch, ist das Richtige? Mache ich das Richtige? Sind da keine Zweifel aufgekommen bei dir damals? Ich habe schon drüber nachgedacht, aber für mich war das, es gab ja nur diesen Ausweg. Also mir wurde ja immer nur das als Ausweg gegeben, damit alles wieder gut ist. Für mich stellt sich hier die Frage, hatte Julias Freund vielleicht einfach finanzielle Probleme und keinen anderen Ausweg als ihren Kredit? Oder ist er wirklich nur ein Betrüger, der über eine Scheinbeziehung an ihr Geld kommen wollte? Wie funktioniert die Masche von LiebesschwindlerInnen? Darüber hat Frank mit Lydia Benecke gesprochen. Sie ist Host vom Funkformat Der Fall, Kriminalpsychologin und arbeitet therapeutisch mit StraftäterInnen. Wie funktioniert denn dieses Prinzip des Betrugs in einer Liebesbeziehung? Was häufig genutzt wird, ist erstmal Interesse an der anderen Person zeigen, zuhören. Dafür sind wir alle zugänglich als Menschen. Und dann gibt es Komplimente. Es kann sogar so weit gehen zu einer Methode, die wir auch von Sektenstrukturen kennen, Lovebombing. Mhm. Also eine Person kann sogar überschwänglich dir ganz viel positive Wertschätzung und Aufwertung und Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und deswegen ist es sehr oft so, dass die dann Opfer werden von solchen Maschen, sagen, das war so intensiv, sowas habe ich vorher nie erlebt. Blind vor Liebe. Völlig. Und oft wird dann auch sowas gesagt, ich hätte das Gefühl, das ist meine Seelenpartnerschaft. Mhm. Diese Person hat dieselben Werte wie ich, dieselben Interessen wie ich, wir lachen über dieselben Witze. Das, was sich jeder wünscht, ein Menschen, der voll auf deiner Wellenlänge ist. Mhm. Das Schlimme ist, dass die betrügerisch agierenden Menschen genau das perfekt darstellen können. Warum fallen Menschen drauf ein? Weil unsere Gehirne so funktionieren, dass wir erstmal alles, was wir so wahrnehmen, auch auf der Grundlage unserer jeweiligen Emotionen wahrnehmen. Deswegen sind wir, wenn wir verliebt sind, gegenüber den Dingen, die jemand tut und den Aussagen, die wir dann zu hören bekommen, automatisch weniger kritisch. Mhm. Und genau das ist bei allen Menschen so. Und das hat halt auch nichts mit Intelligenz zu tun. Diejenigen, die das tun, die investieren sehr viel Zeit in Dauerkommunikation. Dass du gar nicht erst die Zeit hast, mal mit ein bisschen Abstand zu überlegen, macht das alles Sinn? Mhm. Die geben dir gar nicht die Zeit. Die arbeiten mit Druck, emotionaler Manipulation, dann gibt es wieder ein Drama, dann gibt es wieder eine Zuwendung und Liebesbekundung. Und diese Dauerkommunikation, die hindert auch die Betroffenen daran, überhaupt wirklich ansatzweise auch mal gedanklich Abstand zu bekommen von der Sache. Mhm. Wenn man das so hört, dann passt das schon irgendwie zu Julias Geschichte. Wie schnell alles so super intensiv war und dass das Geldproblem das einzige war, was dieser sonst perfekten Beziehung im Weg gestanden hätte. Aber beweisen tut das natürlich nichts. Hier habe ich ihm 10.000 Euro überwiesen. Okay. Dann nochmal 7.000 Euro. Also 17.000 Euro hast du ihm überwiesen. Genau. Was kam dann von ihm? Wir waren danach noch zusammen auf einer Hochzeit.
Das war auch echt schön. Also an dem Tag war es so wie am Anfang. Wir hatten so viel Spaß und wir haben den ganzen Abend gequatscht und gelacht. Da habe ich dann gedacht, genau so soll es sein und jetzt wird alles gut. Wie ging es denn dann weiter? Es kam dann immer häufiger auch vor, dass er, also wir hatten uns verabredet, er kommt zu mir oder ich zu ihm, je nachdem. Und ich habe zu Hause gesessen und er kam einfach nicht. Und dann kamen die wildesten Entschuldigungen. Er hätte sich zu Hause ausgesperrt und er kam dann nicht mehr rein und saß an der Tanke. Das war nur noch ein Kampf. Er war respektlos, ohne Ende mir gegenüber. Also da habe ich gesagt, nein, so wie du mich jetzt behandelst, jetzt ist der Punkt erreicht. Ich habe mich dann getrennt. Das ging nicht mehr. Ja. Hast du in dem Moment auch an dein Geld gedacht, was er hatte? Nee, ich wollte erstmal nur raus aus der Situation. Das wäre kein Grund mehr für mich gewesen, noch bei ihm zu bleiben in dem Moment. Er hat dein Geld und du hast keine Versicherung, dass er dir dein Geld zurückgibt. Hast du dann in den nächsten Tagen dir irgendwie Sorgen darum gemacht, weil jetzt ja bald dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo er dir das hätte zurückzahlen müssen, ja, oder? Er hat mich noch tagelang dann permanent kontaktiert und dann habe ich gesagt, okay, dann ich gebe dir jetzt noch mal eine letzte Chance. Mhm. Und dann war er weg. Wie weg? Also er kam noch dreimal und dann habe ich ihn nicht mehr erreicht. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihm geschrieben und das war's. Dass Julias Ex-Freund sich so verändert hat, als er das Geld dann hatte, hat er sie damit vielleicht bewusst dazu gedrängt, Schluss zu machen? Quasi sein Ausweg aus dieser vorgespielten Beziehung heraus, um dann verschwinden zu können. Aber wieso sollte er dann wiederum auf diese Versöhnung drängen, die er aber nur kurz anhielt? Weil ich das alles bezahlen musste, habe ich noch einen Nebenjob angenommen. Oh. Einfach um meine Kosten irgendwie, also dass ich das alles bezahlen konnte. Ich bin dann mit dem Vater in Kontakt getreten, mhm, und habe ihm dann geschrieben, das war im Juni 2017. Mhm. Stimmt das, dass Sie ihm versprochen haben, bei mir für ihn zu bürgen, weil er damals ja Geld von mir bekommen hat? Und dann sagt er zu mir, wie viel hat er bekommen? Dann fragt er mich, für was ich seinem Sohn so viel Geld gegeben habe. Mhm. Das heißt, er wusste auch gar nicht von den Schulden seines Sohnes? Anscheinend nicht. Obwohl er ja angeblich für ihn keinen Kredit aufnehmen würde und er hätte das schon gefragt. Und er sagt, ich weiß von nichts. Also das ganze Gespräch wird dann auch beendet. Ja, er antwortet nicht mehr. Er antwortet jetzt einfach nicht mehr. April 2018 dann, ne? Genau. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr jemandem geglaubt habt und dann betrogen wurdet? Schreibt uns das doch mal unten in die Kommentare. Und jetzt sitzt du hier und hast immer noch das Geld, was du abzahlen musst. Nach großem Drängen hat er mir dann 2-mal Geld überwiesen. Wie viel war das? Das war dann einmal hier, einmal 1.030 €. Mhm. 2019 wohlgemerkt. Also, wir sind schon, das ist schon so zwei Jahre lange später. War ich an der Sache dran. Ach, so was. Lange habe ich telefoniert, geschrieben, alles. Mhm. Und ein paar Tage später nochmal 535. Dass er ihr geantwortet hat, wenn auch viel zu spät, und dass er ihr ja auch noch Geld überwiesen hat, wenn auch viel, viel zu wenig, zeigt irgendwie, dass er ja vielleicht doch nicht der Abzocker war, sondern dass er wirklich Probleme hatte und irgendwie nicht anders aus diesem wieder herausgekommen ist. Ich finde das super schwer einzuordnen. Wenn du jetzt rückwirkend auf deine Beziehung mit ihm schaust, kannst du einschätzen, was echt war und was nicht? Manchmal glaube ich, das war einfach alles gelogen. Von vorne bis hinten? Von vorne bis hinten. Wenn man sich die ganze Story anschaut, habe ich manchmal das Gefühl, dass es einfach nur dazu da war, dass ich ihm aus dieser Situation raushelfe. Wenn du jetzt auf dein jüngeres Ich sozusagen schaust, kannst du nachvollziehen, warum du damals so gehandelt hast? Nein. Ich bin mir fremd. Mein Verhalten ist mir total fremd. Wir wollen jetzt gleich ja versuchen, ihn mal anzurufen auch und ihm die Möglichkeit geben, uns seine Seite der Geschichte zu erzählen, weil da ja wirklich viele Fragen sind, die sich auch mir einfach stellen. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal irgendwie Kontakt zu ihm gehabt? Februar 2019. Das war das letzte Mal, wo ich es nochmal versucht habe. Ich glaube, ich habe
noch mal einen Monat später ihm noch mal eine Nachricht geschrieben. Da habe ich ihn angefleht, mir Geld zu geben, weil ich überhaupt nicht über die Runden kam. Mhm. Aber danach nicht mehr. Oh Gott. Ich bin richtig aufgeregt. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Okay. Dann probieren wir das mal da anzurufen, oder? Guten Tag. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Hallo, hier ist Lisa-Sophie Scheurel vom Funkformat. Die Frage: Wir drehen gerade aktuell mit deiner Ex-Freundin Julia und wir haben mit ihr darüber gesprochen, dass sie ja einen Kredit für dich aufgenommen hat und dir das Geld dann überwiesen hat. Wir würden total gerne auch deine Seite der Geschichte hören und mit dir darüber sprechen. Das geht auch anonym, wenn du mit uns sprechen möchtest. Vielen Dank. Ja, gut, jetzt ist er nicht rangegangen, aber wer weiß, vielleicht meldet er sich ja bei uns. Ja. Hast du heute noch irgendwelche Ängste oder irgendwelche Gedanken, die du dir deswegen machst, die du nicht loswirst, die einfach immer irgendwie da sind? Ich glaube, das Schlimmste sind einfach diese Gedanken um das Geld. Also ich komme da ja nicht drum rum. Ich muss das bezahlen. Ich habe was Gutes für jemanden getan und bezahle dafür jetzt. Und natürlich beschäftige ich mich jeden Monat damit. Ich bin halt auch zum Beispiel in meinem Job darauf angewiesen, da jeden Cent mitzunehmen, den ich kriege. Also das heißt, ich mache halt Nachtschichten permanent durch die Zulagen, einfach auch, weil ich das Geld brauche. An wen hast du dich denn überhaupt noch gewendet? Ich habe dann auch noch mal bei der Polizei mich erkundigt. Der Beamte sagte dann, es wäre gut, das zur Anzeige zu bringen. Mhm. Aber ich soll nicht erwarten, dass ich was zurückbekomme. Hast du es dann zur Anzeige gebracht? Nee. Also das war dann kurz bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich einfach davon trennen, sonst gehe ich daran kaputt. Und ich hätte auch gar nicht mir einen Anwalt leisten können, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also daran hat es einfach schon gehapert dann. Ich war finanziell einfach auch überhaupt nicht in der Lage dazu. Julia hat ja recht schnell aufgegeben. Und zuzugeben, dass man auf einen Betrüger reingefallen ist, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Betroffene mit recht viel Scham verbunden ist. Wir haben für die Recherche auch mit den Behörden und der Staatsanwaltschaft gesprochen und die haben uns gesagt, dass man auf jeden Fall zur Polizei gehen sollte, um so einen Fall dort zu schildern. Nur so kann man die Chance, die man vielleicht hat, sein Geld wiederzubekommen, auch nutzen. Für eine erste Einschätzung kann man sich auch an die Verbraucherzentrale wenden. Wir haben auf verschiedensten Wegen versucht, Julias Ex-Freund zu erreichen, bisher aber ohne Erfolg. Julia hat die Hoffnung darauf, ihr Geld zurückzubekommen, inzwischen aufgegeben. Und auch auf die Frage, ob sie einen manipulativen Betrüger geliebt hat oder ob ihr Ex-Freund vielleicht doch nur größere Probleme hatte, als er zugeben konnte, wird Julia wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen. Was mir auf jeden Fall wieder bewusst geworden ist, sobald Gefühle im Spiel sind, sind wir super schnell bereit, Vertrauen zu schenken und an andere Menschen zu glauben. Und ich denke, viele von uns haben das auf die ein oder andere Weise auch schon erlebt, oder? Schreibt mir davon mal unten in den Kommentaren. Hier oben findet ihr eine andere spannende Geschichte, die mich auch total bewegt hat. Und hier unten kommt ihr zu einem anderen Video von unseren FunkkollegInnen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, sich anzuschauen. Und lasst uns doch super gerne hier mal ein Abo da.